Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Phönotopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Phönotopia. Bei mir, den Shining. Ja, beim letzten Mal haben wir uns einen Schläger besorgt und uns ein Herz geangelt. Wenn ihr das Dorf verlassen willst, gebt dem Schalter oben über dem Dorf einfach einen ordentlichen Hieb damit und das Tor wird aufgehen. Also normalerweise funktionieren Schalter mit einem leichten Schubs, aber die hier im Dorf sind nochmal extra störrisch. Okay. Hui. So, in den Wald sind die gegangen. Hi. Ich habe irgendwas angezettelt. Hi. Ayo, aua! Das Ding da will ich hauen. Das hat bestimmt Sinn. Warte mal, vielleicht wenn ich das Vieh mit ordentlich Kraft haue. Nein, das Ding ist unsterblich. Ich sollte einfach versuchen abzuhauen. Zack. Au. Ich will nur weg. Aua. Omi, ich brauch dich. Ich bin jetzt schon im Eimer. Aua. Kann ich die Früchte eigentlich auch essen? Ich kann sie ausrüsten. Habe ich die jetzt? Und wie setze ich die ein? Naja, egal. Erstmal abspeichern. Ne, Leute? Ist doch eine gute Idee, immer abzuspeichern. Und jetzt müssen wir die Kinder einsammeln. Ich bin so fertig. Ich kann nicht mehr weiter. So ist Alex. Du versuchst es ja noch nicht mal. Warum muss ich immer babysitten? Ihr sollt essen gehen. Ümchen hat für uns gekocht. Ich mache einen Spurt direkt in die Frucht rein. Ah ja. Geh kaputt. Aua. Jedes Mal knall ich mir selbst damit eine. Da ist ein Frosch. Au. Hier. Lebt der noch? Ich habe den gerade richtig eine verpasst. Oh, die gehen kaputt, wenn ich draufstehe. Ayo. Tschüss, Frosch. Au! Ich brauche schon wieder Essen. Warte mal. Ich würde das gerne irgendwie dahin packen. Vielleicht kann man da ja auch nur Waffen hinpacken. Tschüss! Komm her, Froschi! Aua! Die hau ich auf den Arsch! Hier aber erstmal da runter. Warte, da war diese Frucht. Ich versuche noch rauszufinden, wie ich das Ding da oben benutze. Ach, mit B! Nein, ihr kriegt mich nicht.
Warte mal, dann rüste ich mir mal was anderes aus. Dann rüste ich mal das Pero-Ei aus. Nee, 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 nee. Wir haben gelernt, die Dinger sind unsterblich uns gegenüber. Aua! Da ist irgendwas! Aua! Au! War es das jetzt wert? Autsch! Ich will hier raus! Da drin kriege ich nur Schmerzen. Den Sprung haben wir ordentlich vermasselt. Warte mal. Aja, aua, ich wollte das runterschlagen. Komm, einen Versuch mache ich noch. Aua. Okay, das kriege ich nicht gebacken. Ich sag doch, ich bin casual. Beziehungsweise so ein Mittelspieler. So, hier hoch. Erstmal dazwischen fallen. Das war alles geplant, Leute. Das war nicht anders gedacht. Ich wollte da runterfallen. Ich weiß nicht, was ihr gesehen habt. So, da ist noch ein Kind. Ab nach Hause mit dir. Weiter geradeaus ist Wasser. Ich bin der schlechteste Schwimmer im Dorf. Naja, der zweitschlechteste nach dir, schätze ich. Kann ich nicht schwimmen? Ich kann nicht schwimmen. Okay, wir haben was gelernt. Wir sind schwimmunfähig. Kann ich da drüber rennen? Nein. Ey, ins Wasser. Ich glaube, ich habe dir eigentlich nur einen Vorteil damit geliefert. So, ich esse erstmal ein paar Blümchen. Und rüste mir auch noch die Froschschenkel aus. Okay, nicht ins Wasser. Au! Böser Frosch. Komm hoch. Na komm. Komm, trau dich. Aua. Nein! Der Frosch hat mich überlistet. Nein! Komm her. Tschüss. Nom Froschschenkel. Pam. Ach, ist das schön. Warum sind die so viele Kinder? Es ist wahrscheinlicher, dass du eine Beere aus den Dornhäusern bekommst, wenn der letzte Schlag so leicht wie möglich ist. Ich habe gesehen, wie mein Bruder das gemacht hat. Er macht das wie ein Profi. Diese dornigen Beerenfrüsche, die da vorne wachsen, machen den nächsten Sprung zu waghalsig. Ich wette, du könntest die runterhauen, indem du etwas auf sie wirst. Hast du hier irgendwas Werfbares rumliegen sehen? Ah, ich sehe den Plan. So, nehmen, hoch, hochklettern, und drauf damit. Perfekt. Wieder mal so und nicht anders war es geplant. Aber so. Je leichter der Schlag, desto eher kriege ich eine Frucht daraus. Aber ich will das Ding mal mitnehmen. Könnte sich noch als nützlich erweisen. Ah, okay, ich kann sie nicht ins nächste Gebiet mitnehmen. Warte mal. Ajo! Ich wusste doch, hier Sprinten hat eine gute
Hat nur einen guten Sinn, wollte ich sagen. Ich habe Deutsch schon wieder verkackt. Zack! Willst du noch einen? Tschüss! Das sieht immer so brutal aus. Bleib weg von mir! Ich habe Angst vor dir! Ich hab dich gewarnt! So, erst mit Froschschenkel knabbern. Ach ja, hier war ja was. Oh, ich kann diese kleinen Echsen schlagen. Ist aber ein bisschen fies, wenn man bedenkt, dass die mir eigentlich gar nichts tun. Oh, der da tut mir nichts. Zumindest so nicht. Ich kriege es aber auch nicht hin, den zu schlagen, ne? Mann, ich will doch nur die eine Münze. Nein, ich bin nicht geldgeil. Halt doch an, wenn ich schon die Taste loslass. So, jetzt bin ich hier oben. Da ist wieder ein Frosch. Tschüss. Tja, ein toter Frosch ist ein guter Frosch. Ich sollte auch noch was ausrüsten. Oh, da ist wieder eine Echse. Okay, hier kann ich speichern. Echse! Oh, ich will ein Lagerfeuer sehen. Wir können Marshmallows machen. Ich würde auch eins gern sehen. Ella ist müde geworden. Also machen wir eine Pause. Guck, da liegt ein bisschen Zündholz für ein Lagerfeuer rum. Wenn du deinen Feuerstein vor einem Haufen Zündholz gegen das Eisen schlägst, kannst du ein Lagerfeuer machen. Hier muss irgendwo mit Sicherheit ein Feuerstein rumliegen. Nehmen. So. Ja. Ja, ich würde sie gerne mal kochen. Ich muss nach unten drücken. Ich hab's geschafft. Bin ich nicht gut? Ich bin ein Meisterkoch. Ich muss das auf dem Steuerkreuz drücken. Ich dachte, ich muss das auf dem Kontrollstick machen. Ja, ich hab was gekocht. Ja. Ja, die Marshmallows wirst du hier nirgendwo finden. Aber das speichere ich mir auf jeden Fall mal eben kurz ab. Nimm den mal mit. Ajo. Nein. Ich krieg das nie auf. Warte mal, kann man da auch hochklettern? Das sieht so aus, als ob man da hoch könnte. Vielleicht von hier? Oder ist das ne, das ist eine Wand. So, Weitsprung! Wie viel macht das Gekochte eigentlich wett? Oh, das macht recht gut was weg.
Seht ihr mich noch, Leute? Nee, da sterbe ich. Ich kann nicht schwimmen. Ich habe leider nie gelernt, wie das geht. Kinder gefunden. Okay, nett, dass du dich uns endlich anschließt. Wir sind die Letzten, die übrig geblieben sind. Die anderen hatten einfach nicht unseren Mut. Heute um 1500, Bravo, berichtet der Nachrichtendienst, dass ein Meteor im Dock im Wald abgestürzt ist. 1500 Bravo, Nachrichtendienst. Was? Als die Ersten am Schauplatz waren, haben wir die Möglichkeit, den Sternstein für uns zu beanspruchen. Hilf mir in dieser Expedition und ich werde deinen Gewinn mit dir teilen. Und zwar recht großzügig. Aber er ist irgendwo in den Ruinen des Anuri-Tempels. Du hast gemeint, das hier wäre eine schnelle und einfache Mission. Ein kleiner Rückschlag. Ich habe gehört, der Tempel der Anuri ist verflucht. Bloßer Aberglaube. Freunde, denkt an die Gesamtsituation. Das ist mehr als nur ein glänzendes Steinchen. Das hier bedeutet neue Spielzeuge für alle. Das bedeutet besseres Essen. Es bedeutet mehr Bücher. Jetzt überzeugst du mich nicht mehr. Vielleicht könnte ich sogar endlich meinen eigenen Raum haben. Das wäre super. Du schnarchst echt eine Menge. Und okay, du bekämst vielleicht ein neues Plüschpony? Oh ja. Wie dem auch sei, wir können hier den ganzen Tag rumsitzen und überlegen, ob wir das jetzt tatsächlich machen. Oder wir machen es einfach. Wer ist dabei? Ich. Okay. Das hört sich an, als hätten wir eine Mehrheit. Super, aber wie kommen wir da jetzt rein? Offensichtlicherweise muss man einfach diesen Hebel da treffen oder so. Darum kümmere ich mich. Du triffst nicht. Ich habe hier nicht so viel Erfolg. Hier, versuch du es mal. Ich habe die Steinschleuder erhalten. Du kannst nur den Fährteziele mit Steinprojektilen beschießen. Okay. Ich muss das, wie packe ich denn da eigentlich was links in die, da in die rechte Leiste? Ich treffe das Ding. Ich hab getroffen. Treff mich selber. Oh, das verbraucht Energie. Pam. Ich hab's gefüttert. Ja, Leute, ich würde sagen, wir beenden das hier für heute mal. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.